Hallo und herzlich willkommen jetzt zurück. Ja. Ja. Ich bumm. Ja, ich mute mich ganz kurz. Bis gleich. Geh du mit deinem Mute, Mann. Ja, mein Freund, Sie wurden befördert. Ich bin sicher, Krukows Verrat war ein ebenso großer Schock für Sie wie für mich. Als mein vertrauenswürdigster Offizier führen Sie jetzt unsere Truppen alleine gegen die, die uns vernichten wollen. Exzellenz, kaiserliche Alles Gute. Haben immer noch einige sowjetische Gebiete unter Kontrolle. Lange aber nicht mehr. Ohne Ihren ehrwürdigen Führer sind Sie nichts wert. Ihren Kaiser. Greifen Sie den Mount Fuji an, General. Zeigen Sie dem japanischen Volk, dass er kein Gott ist, sondern aus Fleisch und Blut. Die Zeit ist gekommen, dass das Reich der aufgehenden Sonne untergeht. Die Dinge sind nicht, wie sie zu sein scheinen. Wenn Sie hören, was ich zu sagen habe, werden Sie an meinem Verstand zweifeln, aber ich spreche die Wahrheit. Also hören Sie, ich habe eine Maschine konstruiert, mit der man durch die Zeit reisen kann. Verstehen Sie? Wir haben das Raumzeitkontinuum gestört und die Auswirkungen unserer Arroganz waren mehr als katastrophal. Scherdenko wäre nicht Premierminister. Das Reich der aufgehenden Sonne hätte niemals existiert. Keiner weiß etwas davon, nur wir beide, Kommandant. Mein Leben ist in großer Gefahr. Sie sind ein Held des Volkes, deshalb werden die Menschen Ihnen glauben, wenn Sie die Wahrheit enthüllen. Jo, Leute, Schoss, da bin ich wieder. Oh, nee, hä? Ihre erste Anweisung? Der Premier verlangt den Tod von Kaiser Yoshiro. Sie müssen in den Palast eindringen, um seine Leibgarde auszuschalten. Okay, Junge. Unsere militärischen und technischen Ressourcen stehen zur Verfügung, General. Für Mammut. Diese beispiellose Luftlandeoperation. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Ja, wir können ja gerne erzählen, dass wir die Aufnahme nochmal machen müssen. Ne? Uh-huh. Ja, weil er voll Idiot nicht aufpassen kann, ob der Fraps aufnimmt oder nicht. Mhm. Wir haben alles andere aufgenommen, nur die Version müssen wir nochmal. Ja, kann ich wieder als Bär rumlaufen, toll. Ja, und das war die Mission, wo wir 5000 Mal am Anfang abgekackt sind. Ja, weil du nicht hinterherkommst. Ja, wenn dein Bär zu schnell ist. Ja, wenn der Speedtag hat, hallo. Ich mach dich kaputt mit meinem Speedtag. Oh, guck mal, da hat der Flak umgekrannt. Alter, unsere Invasion hier, Junge, die macht alles gut. Sterben ja nicht oder so, ne? Wow. Ja, wunderschön. Voll die Invasion, Junge. Ich weiß, ein Invasion sieht etwas anders aus. Aber sie müssen den Kaiser finden. Ich veranlasse, dass sie Verstärkung bekommen. Bis dann. Tschüss. Wo läufst du? Achso. Lauf halt doch den Holzweg. Na klar, das soll nicht so schüchtern sein. Schüchtern. Richtig so schüchtern. Weißt du, wenn schüchtern ist, dann ist es scheiße. Was hab ich denn jetzt, ey? Speedtag. Nee, ich sehe jetzt die ganze Zeit den Weg, wie er läuft. Ich kann auch mehrere Kommandos auf einmal setzen. Was ist das denn, hallo? Mhm. Denk dran, da kommt da eine Typ. Ja, was ist das? Ja, weil das so ist. Das ist, musst du unten mal auf den Pfeil gehen und dann. Oh, Wegpunktoption, so. Genau. Wir müssen warten, bis der eine Typ da weg ist. Ich kann dir keinen Headshot von hier geben. Ja, schon klar. Ja, willst du einen Headshot? Jetzt. Los. Schnell. Ja, lauf halt erst in das Gebäude rein. Warte ganz kurz. Sorg du wieder für Krach. Was für ein Krach? Ja, das Fass zerstören. Ich lasse es krachen. Jetzt mal hier vorlaufen, wenn es kommt. Ja. Kommt es nicht. Ah, jetzt. Krach, dann. Kurz mal meine Musuk. Meine Musuk etwas hochstellen, wenn ich mal Escape drücken könnte. Ich tue es auf Income spielen daran, ne? Jo, ey, ich kann Escape drücken.
Den Rest mache ich. Und dein Job ist hiermit beendet. Jo. Njum. Russischer Bär. Denk dran, du brauchst nicht schreien bei denen. Na und? Ich bin jetzt eh tot. Dachten Sie wirklich, es wäre so einfach, einen Gott zu töten? Ja. Sie werden mich um Verzeihung bitten, bevor das hier vorbei ist. Nee, du wirst uns um Verzeihung bitten. Oh ja. Wichser. Oh. Ah, nee. Was denn? Kommen unsere russischen Fahrzeuge wieder drauf. Sechs Rad allen Antrieb da. Das sind mehr als sechs. Ja, das sind Ketten, aber da sind so sechs Dinger dran. Ja, ja, schon klar. Ja. Das hast du gerade ausgedacht. Ja, ich weiß, Entschuldigung. Oh, da kommen sie ja schon, der Opfer. Opfer. Du weißt ja, wie wir bauen müssen hier, damit wir nicht sterben. Sie kämpfen völlig unbeherrscht. Sehen Sie mir zu. Dann verstehen Sie vielleicht, was es heißt, ein Kommando zu sein. Was denn? Da verstehen wir, was denn du so zu sein ist. Ey, jo. Aber hallo. Erstmal meinen Superreaktor bauen. Ich baue keine Einzelreaktor, sondern direkt einen Superreaktor. Du musst aber einen Einzelreaktor haben. Nö, muss ich nicht. Bei mir, ich muss immer einen haben. Nö, ich irgendwie nicht. Ja, ja, du lügst. Guck doch, ich hab nur einen Superreaktor. Lüg nur. Ja. Nuklear. Da abschreib ich von. Ah, doch, für die Abwehrmaßnahmen brauche ich das. Sagt es nicht. Nö. Oh. Kein Strom. Strom. Also, Superreaktor sei fertig. Der normale Reaktor. Boah, das habe ich erstmal. Oh, genügend Strom, ja. Jo. Ein Kriegslabor? Nee. Oder? Machst du wieder Flug und ich mach Wasser? Jo. Aber ich hol mal einen Ingenieur, damit ich dieses Imkamp-Ding mal endlich bekomme. Das eine bei mir. Ach, überfahrt die einfach aus, Schöscher. Wurlup. Achtung, bei die kommen sie auch. Ja. Es könnte, es ist nützlich. Jetzt habe ich einen Ingenieur gebaut. Am Eisener Vorhang brauche ich nicht unbedingt eine Tesla-Spule da vorne hinbauen. Ich brauche auch keine Eiserne Vorhang. Ich baue eine Tesla-Spule, ein Abwehrgeschütz und einen Flak baue ich da hin. Mini-Verteidigung. Ah, ich brauche Flugeinheiten. Für das, was ich jetzt machen will. Willst du da rüber schicken? Da oben das kleine Ding einnehmen. Achso. Wegen Reinkommen halt. Ja. Auch schon eingenommen. Wow, was ist das? Oh, warum kommt jetzt auf einmal das Ding da? Was für ein Ding? Das große da, bei mir. Achso. Der König. Kommt aber mal.
Hey, das kam doch vorher nicht. Doch. Wir haben das so vorher mit den Dingern ausgeschaltet. Ja. Hat dir mal ein bisschen geholfen, ne? Jojo. Okay, ich muss mal meine Dinger reparieren lassen. Ja, die kommen gerade bei mir auch. Scheiße. Ja, das Ding ist nicht gerade schwach. Ah ja, zum Glück habe ich eine Tesla-Spule. Aber ich habe aber... Ich habe noch keine meiner Basis, stimmt. So. Ja, ich weiß. Was denn? Ich habe zu wenig Energie. So. Ich habe gerade dieses gehört. Ist aber schon im Bau, mein Superreaktor. Ja. Ich wollte eigentlich die da oben die Erzraffinerie haben, aber da kommen zu viele Gegner. Mhm. Ich wollte das mit zu Kranen ausbauen. Jo, guck mal, ich hab die kleine da. Ja. Das ist, so sieht bei mir ein Außenposten für Einkommen ein. Ist immer so. Jo, ja klar. Ist immer eine Verteidigung ist. Das sind jetzt nicht so wichtige Dinge, deswegen. Ich baue trotzdem mal eine Waffenfabrik, oder? Naja, ich... Was ist billiger, Kran oder Waffenfabrik? Warte. Ah, nee, Kran kann ich nachher wieder verkaufen. Baue ich da kurz hin. Ich hab Kran. Ja, ich muss mal gucken, ob es klappt. Wenn nicht, kann ich ja verkaufen. Ich habe 2 Presskran. Dachten Sie wirklich, Sie könnten hier irgendetwas ausrichten mit Ihrer Armee von Zirkusclowns? Ja. Dachte ich auch. Mal ganz fies sein. Mal gucken, ob das klappt. Was denn? Achso, du willst da direkt was reinhauen? Jo. Warte. 2 Verteidigungsanlagen. Ah ne, Stromanlagen sind schon wieder kaputt. Solange wir die nicht. Wenn mein Gleif. Ich könnte noch was destroyen, aber es dauert gerade vor lange. Der Bauhof! Diese Waffenfabrik da. Der Bauhof! Schnell, beeil dich! Kann ich den Bauhof vielleicht noch destroyen? Ah ne, destroyed krieg ich den nicht, aber. Nee, ich hatte nichts mehr. Da, scheiße. Ah ja, fuck, jetzt sehen wir nichts mehr. Jo. Hätten wir Vakuumbomben. Jawohl. Ich hab noch gar nichts, weil ich baue gerade erst ein paar Mix. Ja. So, nächster Einkommen aus dem Posten. Jo. Ich brauch doch ein Kriegslabor. Jo, hab ich auch eins. Ich nehme der. Wie machen wir der erstes Rechte, oder? Jo. Ich nehme das wieder ein. wie wir mal hatten. Jo, ich habe auch einen kleinen Posten da jetzt. Noch eine Raffinerie. Okay. Guck mal meine Mix, ey. Oh, bei mir kommen 2 solche Dinger. Kommt die eigentlich wegsaugen? Jo. Ja. Gut, weggesaugt. Ich brauch mal Tesla. Mach das. Der Baudi.